So, Bushaltestelle sind wir. Ich habe keine Ahnung, was unser Plan jetzt ist. Ich soll Olivia kontaktieren. Ja, wir haben ja unser treues Handy. Jetzt muss ich sie finden. Okay. Die ist bestimmt hier drin und liegt da tot. Ich habe als einzige Waffe mein Handy. Warum hat ein Attentäter nicht zumindest eine Knarre dabei? Ja, ich habe leider keine Münze. Sonst könnte ich mir ein schönes, saftiges Getränk gönnen. Hier rein. Überhaupt nichts finden. Doch, da ist was. Ich habe einen Infogegenstand gefunden. Einen Flyer. Da steht Fahrt zur Hölle drauf. Ob das eine Nachricht an mich ist? Oh, ich hätte auch hier rausgekonnt. Okay. Nochmal gucken, habe ich eigentlich wirklich das richtige Mikrofon ausgewählt? Ja. Ich habe nämlich hier gerade mehrere verbunden. Ich bin safe nicht alleine. Ich untersuche das Auto. Transporter ohne Markierung. Diesen Transporter stimmt etwas nicht. Warum hat man einen Transporter ohne Markierung mitten in der Nacht hinter der Bushaltestelle geparkt? Das ist eine sehr gute Frage. Dasselbe könnte ich über die anderen Autos hier noch stellen. In der Theorie könnte man hier noch eigentlich hochklettern. Ich muss auf jeden Fall irgendwo rein. Ist die vielleicht hier runter? Find das alles hier sehr verdächtig. Ein Kampfmesser. Ja, ich habe zumindest eine Waffe jetzt dabei. Wir haben die Frau aber immer noch nicht gefunden. Ich habe doch bestimmt auch eine Karte, oder? Nee, ich habe hier ausnahmsweise keine Karte. Und ich habe mir wieder diesen Sichtbug gemacht. Das heißt, ich muss eh einmal kurz ein bisschen zurückspulen. Ich darf nicht L1 drücken. Das macht sofort diesen Sichtbug und den kriegt man dann nicht mehr weg. Meine Spielweise ist natürlich so wenige wie möglich töten. Beziehungsweise am besten nur die Hauptperson. So, falls da einer ist, ich bin bewaffnet. Ich bevorzuge aber die Getränkedose von Dr. Pep. Ich würde sagen, Olivia ist auch tot, sonst würde sie wahrscheinlich ans Handy gehen. Okay.
many. One prime asset and a whole pack of up-and-comers? They've infiltrated the club searching for us. Chris, I think I killed one of them. Get out now before they spot you. No. They found us once. They'll find us again. Okay. Keep your head down. I'll take care of this. Was ist mein Auftrag hier jetzt? Ich muss die IK-Agenten töten. Do you copy? Shit. Yeah. Ah, ich muss den eh töten, okay. Das ist das erste Mal, dass ich richtig viele Leute töten soll. So. Wegziehen. Soll ja keiner die Leiche finden. Jetzt habe ich auch eine Waffe. Sieht sogar aus, als hätte die einen Schalldämpfer. Wartet. Nee, nicht hier. Inventar. Ja, die hat einen Schalldämpfer. Da unsere Hauptmission eh aus Töten besteht, können wir die ja nutzen. Das hier ist höchstwahrscheinlich nur eine Rave-Party. Wo sind denn die Agenten? Ich habe jetzt schon diesen Ohrhörer, damit höre ich alles. Man kann hier oben natürlich noch gucken. Aber ich muss safe da rein. Hier kann ich ja ruhig die Piste draußen haben. Weil außer mir und den IKA-Agenten wird hier draußen keiner sein. Es ist unbestimmt, wie viele das sind, ne? Natürlich ist dann zu der Zeit auch mein Chat anders. Okay. Piste weg. Hier kann ich jetzt rein. Ja, hier findet eine Rave-Party statt. Da kann ich nicht rein. Hätte gedacht, dass ich rein kann. Aber ich habe zumindest einen Ziegel zum Mitnehmen. Und einen Schlüssel. Wofür auch immer der Schlüssel ist. Ja, das sind die... Ja, Funkturmschlüssel. Wo ist Funkturm? Da nicht. Hallo. Ich habe gehört, hier ist so eine richtig coole Party. Der Funkturm hat doch bestimmt was Sinnvolles für mich. Ich dränge mich mal vor, ich bin wichtiger als ihr. Ich muss hier durch. Ich brauche wahrscheinlich irgendeine Art von Ausweis, um durchzukönnen. Hallo? Ja, es ist Helfrich. Ja, ich bin draußen, aber jemand scheint mein Bike zu haben. Und das ist, wo ich unsere Allergie-Pillen habe. Ah, Allergiepillen. You know me. I just start talking to people and then... Ja, ich höre deinem Gespräch zu, während ich nach meinem Autoschlüssel gerade suche. Wo habe ich den denn?
Ah, der ist so schwer zu finden, der Schlüssel. Hallo, excuse me. I was wondering if you could help me find my bike. Now, I have lost my allergy pills. Ah, okay. I can get you in for free if you help me. Okay, das ist meine Möglichkeit, reinzukommen. Ein grünes Fahrrad muss ich finden. Da ist doch ein grünes Fahrrad. Ich kann das Ihnen ja gleich bringen. Ich will mich noch ein kleines bisschen umschauen. Und keine Sorge, lieber Twitch-Chat, ich habe dich im Auge. Du liegst direkt vor mir. Meine Blicke wandern nur ein bisschen wenig zu dir, weil ich mich hauptsächlich aufs Spiel konzentrieren muss. Einmal Konzentration weg kann bei dem Spiel tödliche Folgen haben. Ich denke mal, da vorne finde ich nichts. Hier ist auch gehende Leere. Dann bringen wir dem Typen mal seine angebliche Medizin. So. Muss das Ladekabel bei meinem Handy neu reintun, weil darüber sehe ich gerade den Chat. Warum krabbel ich hier eigentlich? Oh, oh, did you find my allergy pills? Ja, habe ich. Die without them. If you know what I mean. Hier bitte. You are a lifesaver. Thank you. Hey, look, if you want to get into the club, okay. I can get you in for free. You know, you look like a man who needs to let off a little steam. I accept. Oh, you are a little stiff. You really need to come inside. Ja, gerne. I promise you, my allergy pills can remove some of that tension. Ja, ich weiß, dass es Drogen sind. Ich will nur umsonst mit rein. Dafür komme ich gerne mit. Ich will mir auch mal eben kurz einen Speicherpunkt machen. Ich mache die Mission eh nochmal neu, um auch die versteckten Sachen zu finden. Hey, I should be on the list. The name is Helfried Ziegler. Looking good today, sir. And this gentleman is my plus one. Ah, you look cool. Come inside. Das ist ja nice. So, jetzt kann ich mit rein. Danke, Jungs. So kommt in jede Party rein, Leute. Sir, if you wanna get through, I'm gonna have to pat you down. When you're on the guest list. Ich muss die Sachen loswerden. Ich kann ja rein und raus, bestimmt. Ich muss die Pistole leider auch irgendwo hinlegen. So, hier sieht mich keiner. Ich gehe aber sicherheitshalber hier noch hinter die Wand. Ich kann die Pistole leider nicht mitnehmen. So, hier kann ich sie ruhig liegen lassen. Dann denkt keiner, sie ist von mir. Habe ich noch irgendein unerlaubtes Objekt? Nö. Dann kann ich ja jetzt. So. Rein in die Stube. Ich bin mit Herrn Ziegler hier. Lasst mich durch. Eine Ewigkeit später. Na gut, dann die Dose. Geh dahin.
So, der ist K.O. Ganz schnell in die Kiste mit dem. So, jetzt habe ich zumindest eine Verkleidung. Mit dem Hut sogar eine recht coole, ehrlich gesagt. Ich glaube, meine Dose ist kaputt gegangen. Ich habe einen Schraubenschlüssel, den kann ich bestimmt noch gebrauchen. Ich entschuldige mich, dass das Telefon jetzt gerade im Hintergrund bimmelt. Ich weiß, dass es aber definitiv nicht für mich ist. Weil für mich ruft momentan tatsächlich so gut wie keiner an. Was ich ein bisschen traurig finde, ich habe immer noch keine Ahnung, wo die scheiß Agenten überhaupt alle sind. Aber wenigstens habe ich jetzt eine verdammte Verkleidung. Was habe ich überhaupt in der Hand? Ein Schnitzmesser. Und das ist nicht... Ach, das wollte ich gerade sagen, das ist tödlich. Die sind aber wahrscheinlich eher draußen, die Agenten. Ach, wann ist die Mauer nochmal gefallen? Ich meine, das war 45. Nee, da war der Krieg zu Ende. Ah, das war doch richtig spät. Wann war die Mauer nochmal gefallen? In Geschichte habe ich die schlechtesten Noten. Wann war der Mauerfall? Hier könnte ich die Techniker ausschalten. Und ich habe eine Kiste, wo ich sie reinstopfen kann. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich die Agenten finde. Wieso bin ich eigentlich direkt mit dem Aussehen von Agent 47 bei den Wachleuten verdächtig? Story-Missionen habe ich halt keine. Ich habe keine Mission, der ich jetzt speziell folgen kann. Ich muss die eigenständig finden. Ich habe halt nur keinen Plan, wo die sein können. Eine Brechstange. Jetzt kann ich zumindest Türen öffnen. Das Ding könnte ich kurz schließen, dafür müsste ich aber den anderen Tech-Typen wegmachen. Das heißt, komm nochmal hier hinten hin. Sobald er da dran steht, hole ich ihn hier. So. Mitnehmen. Natürlich das Ding nicht liegen lassen, wäre auffällig. So, beseitigen, kannst du deiner Kollegin. Und ich denke mal, als Techniker falle ich sogar noch mal ein bisschen weniger auf. Jetzt untersucht er den Schmarrn hier. Ich will das Teil da vorne kurz schließen. Ich
Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich ihn schubse, dass das als Unfall verbucht wird. Sicherheitshalber speichere ich aber einmal kurz. Ja. War ein Unfall. Ich habe sogar eine tödliche Spritze dadurch bekommen. Die Waffe muss ich aber irgendwo hinlegen. The Knight takes Rook. That's another one down. Do not let him turn this situation around on us. Okay, das war Agent Nummer 2. Kann sein, dass ich das hier auch in zwei Teile unterlege. Das, diesen Part hier. Also ist klar, der Unfall, der wird nicht einfach so ignoriert. Die werden schon ein bisschen gucken gehen. So, jetzt die Überlegung. Der ist nicht alleine. Ich könnte natürlich versuchen, ihn einmal kurz von hier oben wegzuholen. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Wäre aber auch teilweise auffällig. Okay, was zum Vergiften, was zu nehmen. Eine Schlüsselkarte. Ich muss safe einen mit diesen Würfeln umbringen. Vielleicht gibt es ja einen Moment, wo er da drunter steht. Hab's geschafft. Es wird gesucht. Montgomery. I need a report. Montgomery. Und wurde nicht bemerkt. Montgomery's down. This is where a cavalier attitude gets you in this line of work. Remember that. Dabei hat er sogar einen Leibwächter neben sich, ne? Es ist auch so leicht, jemanden bei so einer riesigen Menschenmenge natürlich zu übersehen. Also ich mache da der Wache keinen Vorwurf. Vor allen Dingen, wer erwartet, dass hinter der Ecke, hinter dem Säuler, jemand als Wache selber verkleidet stehen könnte und einen mit einem Schalldämpfer erschießt? Oh ja, Funkstille finde ich gut. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier den Cut für heute. Für die auf YouTube geht es natürlich an der Stelle direkt weiter. Wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Kann auch sein, dass ich auch auf YouTube einen Zweiteiler draus mache. Weil das ist wirklich eine sehr große Mission. Die werde ich auch privat dann nur nochmal machen. Um wirklich alle Geheimnisse zu holen. Wie zum Beispiel die versteckten Kills. Auf jeden Fall war es das jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, für die Twitch-Leute ein Follow da lassen. Abonnieren, ne, auf Twitch nicht. Schmeißt euer Geld nicht raus. Dafür bin ich auf Twitch noch zu neu und zu selten unterwegs. Auf YouTube könnt ihr aber abonnieren, wie ihr lustig seid. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal. Tschüss und bis dann.